Ja, wenn nicht schwindelfrei ist, für den wäre das hier wahrscheinlich nichts. Ja, ist schon beeindruckend, diese Brücke. Es regnet seit Stunden, macht es nicht nach. Ich muss mich jetzt weiterhin auf jeden Schritt konzentrieren und gucken, dass ich nach unten komme. Guten Morgen, liebe Berg- und Wanderfreunde. Ich bin hier im Mittenwald und hier beginnt meine Tour heute. Das Wetter für heute ist leider nicht so schön angesagt. Ja, man muss es nehmen, wie es kommt. Es ist jederzeit mit Regen zu rechnen, aber im Moment ist es zumindest noch trocken. Schauen wir mal, was der Tag bringt. Es geht heute um den Schartenkopf. Ja, unterwegs gibt es wohl einiges zu sehen, aber ich bin selber gespannt. Ich bin diese Strecke noch nie gegangen und mal sehen, was der Tag so bringt. So, erstmal schnell raus aus dem ganzen Trubel hier. Wir haben es jetzt nämlich 9:45. Jetzt ist hier wohl der ganze Anlieferverkehr und so weiter. Und heute ist Dienstag, der erste Tag nach dem langen Pfingstwochenende. Und ja, alle Leute sind unterwegs, um jetzt wieder einkaufen zu gehen und so weiter. Ziemlich Jubel und Trubel. Da muss ich raus. Guckt euch diese Wasserfarbe hier an. Wahnsinn. Ja, hier geht's für mich rein. Genau, Richtung Geisterklamm. Ob ich die tatsächlich lang gehe, weiß ich noch nicht. Ja, aber diese Wasserfarbe ist ja echt krass. Ja, gestern hatte ich ja meine große Tour zum Kreuzeck und durch die Höllentalklamm. Ja, deswegen war für mich klar, dass ich heute sowieso etwas Leichteres mache, etwas nicht ganz so Anstrengendes. Ich meine, nach Planung geht es auch wieder ungefähr auf 1,4 hoch zumindest. Ob das aber erreichbar ist, das wird der Tag zeigen. Ich muss gucken, wie sich das Wetter entwickelt. Also bisher muss ich sagen, ist es ja immer besser gewesen als vorausgesagt.
Ich hoffe, das bleibt so. Das wäre natürlich nicht schlecht. Aber schauen wir mal. Erstmal geht es jetzt in Richtung zu dieser Gespensterklamm, hieß sie, glaube ich. Geisterklamm oder Gespensterklamm. Also das hier ist auch eine ganz neue Strecke für mich. Ich war zwar schon öfter mal in Mittenwald, das ist aber auch schon einige Zeit her. Damals habe ich erstens noch nicht gefilmt und zweitens, also diese Strecke hier bin ich auf jeden Fall noch nicht gegangen. Ja, ich bin mal gespannt, was mich alles erwartet. Ja, ich habe mich entschieden, jetzt erstmal zu dieser Panoramabrücke zu gehen. So, hier geht schon mal wieder ganz schön bergauf. Deswegen habe ich auch erstmal meine Jacke schon wieder ausgezogen. Und die Stöcke bereit gemacht. Ja, von dieser Panoramabrücke hatte ich auch gelesen. Das war auch eins meiner Zwischenziele für diese Tour. Ja, ich bin mal gespannt. Weiter geht's. Ja, da unten ist irgendwo ein Wasserfall. Da hätte man auch hingehen können. Aber ich habe mich jetzt erstmal für diese Brücke entschieden. Ja, hier hat man schon mal einen ersten Blick auf die Brücke. Wenn nicht schwindelfrei ist, für den wäre das hier wahrscheinlich nichts. Man hat immer einen Blick nach unten bei dieser Gitterkonstruktion.
Ja, ist schon beeindruckend, diese Brücke. Und die Sicht, die man von hier oben hat. Da oben bin ich gekommen. Ja, das war schon sehr beeindruckend, diese Brücke. Ja, ich war eine ganze Zeit am Überlegen, ob ich jetzt drüben da weitergehe oder hier lang. Mein geplanter Weg war hier lang, also gehe ich jetzt auch hier weiter. Obwohl das da drüben auch sehr interessant aussah, weil das da immer noch an diesem Felsen lang ging. Da drüben, diese Brücke, immer am Felsen lang. Das wäre auch nicht schlecht gewesen. So, leider fängt es an zu regnen. Das heißt, ich muss gleich erstmal meine Jacke wieder anziehen. Staatsgrenze. Hier ist noch das alte Schild. Ja, das heißt, jetzt bin ich in Österreich. Was ist das da noch für ein gelbes Schild am Baum? Gleich mal angucken. Grenzlos. Ja. Die Grenze gibt es ja nicht mehr. Auch in diese Richtung. Achtung, Staatsgrenze. Aber in die Richtung muss ich jetzt tatsächlich auch weitergehen. Zumindest laut meiner Routenplanung. Ja, beim Kiosk bin ich gestartet, dann diesen gestrichelten Weg hoch und dann bin ich über die Panoramabrücke gegangen und hier lang und hier bin ich jetzt. Und hier geht's jetzt weiter. Bis zum Klammstüberl. Ja, das ist schon ein ziemlicher Wechsel mit dem Wetter. Gerade eben hat es angefangen zu regnen, tröpfelte 5 Minuten und jetzt hat schon wieder aufgehört. Ja, man weiß immer gar nicht mit seinen Klamotten, da kommt man gar nicht mit dem Wechsel so schnell hinterher. Naja, ich will mich nicht beschweren, besser als Dauerregen. Ja, ich glaube, da hinten war irgendwie so ein Schild. Das war so eher an Kinder gerichtet, dass man überall auf diese Baumstümpfe doch so kleine
Steinmännchen und sowas bauen soll. Ja, ich finde das ja an sich eine ganz gute Idee. Ist familienfreundlich. Wenn hier Familien mit Kindern unterwegs sind, kann man die Kinder so ein bisschen ermutigen, was zu machen. Dann ist es für die nicht so langweilig, nur hier so längs zu spazieren. Dann haben die sozusagen eine Aufgabe und sind motiviert. Ja, finde ich an sich eine ganz gute Idee. Ja, das scheint hier wohl diese Klammhütte zu sein. Ja. Oder nee, wie nennt sich das? Leutascher Klammstüberl. Genau, das hatte ich aber auch vorhin gesehen auf diesem großen Schild. So, ich bin jetzt hier. Hier bin ich losgegangen, da lang und bin jetzt hier. Jetzt geht es für mich noch hier ganz rum, weiter um den Schartenkopf. Bis da. Und wie man sieht, es hat wieder angefangen zu regnen. Ich sitze zum Glück im Trockenen. So, ich trotze dem Regen. Weiter geht's. Ja, es regnet zum Glück nicht doll, es tröpfelt ein bisschen. So ist noch alles in Ordnung. Was soll's, kann ja nicht immer schön sein. Kann mich ja nicht beklagen. Die letzten Tage waren an sich in Ordnung und immer besser als vorausgesagt. Was ist das denn hier? Alte Ruine. Muss ich mir gleich mal angucken. Sieht interessant aus. Porta Claudia. Tja, das ist mal wieder Geschichte pur. Immer wieder interessant. Ja, jetzt führt mich mein Weg erstmal hier an dieser Landstraße entlang. Ist zwar nicht so schön, aber das ist, glaube ich, nur ein kurzes Stück. Ja, es regnet die ganze Zeit so ein bisschen vor sich hin.
Tröpfeln wäre jetzt untertrieben. Es regnet schon ein bisschen, aber ja, ich habe auch eine Regenhose mit. Die Frage ist immer, wann ist der Zeitpunkt, die anzuziehen? Manchmal passiert mir das auch, dass der sinnvolle Zeitpunkt dann schon überschritten ist, weil die andere Hose dann schon zu nass ist. Aber ja, also heute sieht es wirklich ziemlich trübe aus. Also bisher der, vom Wetter her gesehen, der schlechteste Tag in meinem jetzigen Urlaub. Aber es ist ja auch der letzte Tag jetzt, der letzte Wandertag. Morgen ist ja leider schon wieder Abreise angesagt. Ja, da vorne ist ein kleines Häuschen, ein kleiner Unterstand. Das werde ich tatsächlich nutzen, um meine Regenhose auch noch anzuziehen, bevor es nachher keinen Sinn mehr macht. Das Gute ist an dieser Regenhose, man kann sie anziehen, ohne dass man die Wanderstiefel ausziehen muss. Die haben so einen Reißverschluss. Damit kommt man da rein. Man kann sie öffnen sehr weit. Ja. Das Einzige ist, beim Schließen muss man immer aufpassen, dass sich da nichts verkantet und der Reißverschluss dadurch irgendwie im Stoff klemmen bleibt. Das ist immer sehr ärgerlich. So, Hose sitzt, dann wird wahrscheinlich der Regen gleich aufhören. Nee, der Regen scheint noch nicht aufzuhören. Also war durchaus sinnvoll, die Regenhose mal anzuziehen. Ja, sonst hätte ich sie auch umsonst mitgehabt. Soll ja alles im Urlaub auch mal benutzt werden. Gasthof zur Mühle. Ich glaube, da muss ich dann irgendwie lang. Das muss also irgendwo gleich da links abgehen. Ja, so ein bisschen Regen schreckt mich ja nicht ab. Dafür hat man ja die entsprechenden Klamotten dabei. Also, wie ich das aber so gesehen habe, muss ich tatsächlich noch ungefähr 400 Höhenmeter aufsteigen heute. Immerhin. Ja, ist natürlich jetzt nicht so viel, aber immerhin. Burggraben. Gasthof Mühle. Ja, hier muss ich tatsächlich abbiegen. Beim Gasthof Mühle. Karwendel. Ja, Leute. Riedbergscharte. Ich glaube, hier muss ich abbiegen. Ab jetzt beginnt für mich die Steigung. So, hier heißt das auch wieder äußerste Vorsicht und Konzentration, denn diese Baumwurzeln in Verbindung mit Nässe, die sind sehr, sehr rutschig.
da habe ich schon so meine Erfahrungen mitgesammelt. So Leute, kurzer Zwischenstand. Ich habe hier nur kurz mein Handy rausgefischt. An alles andere ist im Moment zu schwer ranzukommen. Ich habe jetzt etwas über 100 Höhenmeter gemacht. Das geht hier die ganze Zeit im Nadelwald steil nach oben. Einen ganz kleinen Gebirgspfad sozusagen. Ihr seht das ja hier. So geht es die ganze Zeit. Deswegen werde ich auch gleich mich dann wahrscheinlich erst wieder oben melden, solange sich nichts ändert. Im Zickzack geht es hier die ganze Zeit hoch. Man muss aufpassen wegen Rutschgefahr. Es regnet nach wie vor. Von da komme ich. Und genauso geht es weiter hoch. Große Aussichten hat man hier nicht, weil das eben im Wald ist. Insofern gibt es auch nichts Spannendes zu sagen. Es ist anstrengend, weil es steil hoch geht. Und es gilt jetzt für mich, im Prinzip diese 400 Höhenmeter abzuarbeiten. Okay, Leute, ich melde mich oben wieder. Ja, bei schönem Wetter hat man hier zwei Sitzplätze. Ich weiß nicht, hier eine kleine Quelle oder was. Und dann könnte man hier wahrscheinlich sehr schön runter gucken. Aber jetzt, ihr seht es selbst, ich hänge hier mitten in den Wolken. Wolken hängen tief. Es regnet nach wie vor. Es ist zwar jetzt etwas weniger geworden. Ich bin jetzt übrigens auf ungefähr 1430. Es kann an sich nicht mehr weit sein. Hängt alles in der Suppe da oben. Ja, gut. Den Rest schaffe ich jetzt auch noch. Ich muss weiter. So, Leute. Ich glaube, ich bin hier oben. Auf dieser Scharte. Hier ist, war wohl auch mal oder die Grenze Österreich-Deutschland. Hier ist auf jeden Fall auch noch so ein Pfahl, wie er da unten auch schon war. Hier ist noch so ein altes Ding, das hatte wohl auch, da war wohl Grenz, irgendwas mit Grenze stand da dran, schätze ich mal. Leutasch, da komme ich her. Oh Gott, oh Gott. Große Ahrenspitze. Nee, da. Nee, also ich gehe heute auf keinen Berg mehr, auf gar keinen Fall. Ich muss gleich mal nachgucken. Ich soll meine Stöcker hier irgendwo weglegen. Oh, unangenehm hier jetzt. Völlig durchnässt. Ich meine, ich habe zwar Regenklamotten an, aber. Oh, Leute. So. Jetzt muss ich mal gucken. Ich muss hier dieses Stück noch hoch. Ich filme jetzt übrigens mit Handy. Es ist alles im Rucksack verstaut wegen Nässe und so weiter. Ans Handy komme ich immer am schnellsten ran. Ich bin ja mit voller Regenmontur jetzt hier unterwegs. Und da habe ich keine Lust, immer das auf- und anzurödeln. Das dauert auch immer und ist anstrengend. Ja, diese 400 Höhenmeter in dieser kurzen Zeit oder für die kurze Strecke waren ganz schön anstrengend. Und dann auch noch im Dauerregen. So, ich melde mich von oben wieder. Da ist eine Hütte oder irgend sowas. Oh, da gehe ich jetzt mal hin. Da kann ich mich vielleicht einen kleinen Moment unterstellen. Nee, privat, da darf ich gar nicht hin oder was. Oh, Junge, Junge. Oh. Anstrengend. Privat. Nee, da wohnt jemand. Keine Ahnung. Ich stelle mich hier trotzdem erstmal gleich hin. Ja, das ist privat. Puh, schade. Ja. Moment, verschnaufen hier. Leute. Muss mal nachgucken. Habe ich eben gar nicht gemacht, wie hoch ich jetzt überhaupt bin. Immer freiwischen hier alles. 1475. Ja, ich muss da noch ein Stück und dann rechts und irgendwann geht es dann wieder runter. Ach ja, so langsam macht dann das Wetter keinen Spaß mehr. So, es ging jetzt tatsächlich doch noch mal etwas höher. Ich bin auf über
1490 gekommen. Jetzt geht es hier auf der anderen Seite runter. Sehen kann man nichts. Alles voll Nebel. Ein bisschen schimmert da mal was von der Ortschaft unten durch. Regnet nach wie vor. Man muss höllisch aufpassen jetzt, weil alles natürlich nass und glitschig ist. Ich rate euch, macht es lieber nicht nach. Es ist sehr rutschig und gerade bergab und wenn es dann steil runter geht, irgendwo auch diese kleinen Gebirgspfade, hier diese ganzen Wurzeln und Steine, alles ist jetzt rutschig. Macht die Tour im Trockenen, dann habt ihr bessere Aussicht. Ist auch viel schöner. So Leute, ich bin's nochmal. Ich muss hier stehen bleiben, wenn ich zu euch spreche, weil das ist sonst viel zu gefährlich. Ja, es regnet seit Stunden, also ich bin jetzt unterwegs von oben runter schon ziemlich weit, aber es ist doch noch etwas, keine Ahnung wie weit, ich kann auch gar nicht immer so nachgucken, nimmt alles zu viel Zeit in Anspruch und ich muss mich voll und ganz auf jeden Schritt konzentrieren hier runter. Nochmal mein eindringlicher Appell, macht es nicht nach, geht nicht im Regen die Berge herab, am besten natürlich auch gar nicht erst hoch. Ja, ich habe es soweit geschafft. Hier geht es auch. Es ist hier zumindest kein absturzgefährliches Gebiet mehr. Wenn man hier hinfällt, ja, dann kann man sich vielleicht einen Arm brechen oder so. Ist auch nicht toll, aber nicht lebensgefährlich. Aber es gab halt da oben Stellen, die waren durchaus gefährlich. Und es gab die eine oder andere wirklich kritische Stelle auch. Deswegen, wie gesagt, bitte nicht nachmachen. Ja, ich melde mich unten nochmal. Ich muss mich jetzt weiterhin auf jeden Schritt konzentrieren und gucken, dass ich nach unten komme. Ja, ich melde mich von unten dann nochmal. Mittenwald, 25 Minuten. Hier komme ich gerade raus aus diesem Gebirgsweg. Jetzt ein normaler Fußweg. Was für eine Wohltat. Keine glitschigen Wurzeln mehr, keine glitschigen Felsen mehr. Endlich kann man normal gehen. Welch Wohltat jetzt. Nach ein paar Stunden dieses anstrengende Gehen. Ja, aber nach wie vor Dauerregen. Na, hier bin ich jetzt wieder. Ja, ich weiß, wo ich bin. Hier bin ich. Da drüben bin ich vorhin hochgegangen. Da habe ich gestartet. Ja, bloß habe ich den Fehler gemacht, dass ich da bei dieser anderen Hütte nicht wieder irgendwie hier durch dieses Geisterschlucht oder wie das da heißt zurückgegangen bin, sondern den riesen Bogen über den Berg gemacht habe. Und das war, ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, das war eine Fehlentscheidung. Nichtsdestotrotz, das war meine geplante Route und die habe ich jetzt durchgezogen. Aber guckt euch das an, ey. Das Wetter ist echt, ja, nicht gerade sehr erfreulich jetzt. Ich bin auch froh, wenn ich nachher wieder zu Hause bin, sprich in meiner Unterkunft bin. Also meine Jacke ist auch durch, die Regenjacke, durch dieses stundenlange Einwirken des Regens, das hält sie auch nicht stand. Hose ist noch weitestgehend trocken, wundert mich, da ist nichts passiert, aber die Jacke merkt man, dass da das Wasser durchgedrungen ist. So, inzwischen bin ich wieder zurück in meiner Unterkunft hier. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt es ja selber mitbekommen. Der erste Teil meiner Tour heute war an sich noch sehr schön. Bis zu diesem Lokal am Ende der Strecke, wo ich dann noch mir ein Bierchen gekauft habe. Das war auch alles noch gut. Und danach habe ich sozusagen die Fehlentscheidung getroffen, weiterzugehen, obwohl es anfing zu regnen. Ich bin dann ja noch diesen Berg hoch, über diese Scharte rüber und dafür war das Wetter einfach zu schlecht. Also das hat auch dann keinen richtigen Spaß mehr gebracht. Aber naja, ich bin heil runtergekommen, bin jetzt wieder zurück. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Und wenn ihr weiterhin nichts verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video.